Genau, die sieht wieder richtig verdächtig aus, die Nische. Mana-Trank, kleiner Mana-Trank habe ich hier. Oh! Lass mich raten, das wäre der Stein gewesen, den ich hier hätte werfen können. Na komm, behalten wir den erstmal. Okay, dem an den Kopf werfen bringt nichts. Okay, da kommen wir hier. Gut. Hi. Kennst du mich? Nein, du kennst mich nicht. Ich kenne nur deinen Bruder, den ich getötet habe. Ach ja, stimmt, den Schlagrausch, den hätten wir blocken müssen. Egal, wir kriegen ihn trotzdem down. Irgendwie tot ist er. Nee, nicht wirklich was. Also ja, hier ist der Tigergötze. Okay, das ist der Pirschende. Der Knopf da ist ein bisschen zu auffällig gewesen. Okay. Wir können jetzt da runterhüpfen und den direkten Weg nehmen. Oder ich nehme den indirekten Weg. Und sammel dabei das Schwert wieder auf, was ich geworfen habe. Ach ja, der Stein. Dumm die Dumm. Da ist Lava. Schwertchen. Oh nein, ich muss hier lang. Oh, ich habe vergessen, hier aufzudecken. Egal. Bleib so wild. So, ich glaube, ich nehme den Raum hier einfach mal als Lagerstätte. Nur nicht den Götzen aus Versehen rausschmeißen. So, und schon bin ich wieder leichter. Hoppala. Also ja, du bist der Pirschgötze. Und du bist der Götze. Gut. Oh, das kann nicht gut sein. Wenigstens gehen wir dieses Mal nicht runter. Ja, das führt uns zur nächsten Etage. Okay. Jetzt muss ich allerdings die Karte hier hinlegen und da geht hier ein Teleporter an. Und der
Genau, portet mich hier rüber. Ich nehme mal an, die Tür hier ist aufgegangen, dadurch, dass wir hier... Ja. Das Ding aufgemacht haben. Da ist wieder ein Oblivion-Steinchen. Und hier ist... Wirf mich in einen Käfig, der weit, weit nach unten geht. Okay. Soll ich einfach mal davon ausgehen, dass wir die Karte nicht mehr brauchen? Okay, wir haben Level 16 erreicht. Das sieht jetzt unheimlich aus. Das ist Level 15. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier noch Secrets wären. Ich weiß nur, wo hier jede Menge Lava ist. Also ja. Jetzt will ich mir in den Kavernen endlich mal eine Veränderung. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Änderung zum Guten ist. Wirklich nicht. Lass es uns herausfinden. Ja. Also, eine Krypta. Oder ein Massengrab. Oh. Ich sehe den Boss von hier aus. Und der Boss ist ein Drache. Okay, Radkin-Schützen. Hi. Oder sind es noch drei? Ich glaube, es sind sogar nur noch... Ne, es sind noch immer drei. Der ist nicht sonderlich gut. Hey, er hat Stufe 16 erreicht. Das ist... Verbessern wir mal weiter deine Ausweichchance. Das hilft immer. Und ja, wenn alle Level 16 erreicht haben, beziehungsweise wenn ich mal wieder einen Weg in den Teleport-Nexus gefunden habe. Mal bitte die Zeit einfrieren, danke. Will ich mich gerne hierhin wieder zurückbegeben. Das heißt, vom Teleport-Nexus aus wäre das hier hoch, dann hier hoch, hier hoch und hier raus, ja. Ne, das ist das Gebiet, wo ich mir Licht holen konnte. Die komischen Atemgeräusche machen die Atmosphäre nicht gerade besser. Das war der Teleport zurück auf Level 8. Ne, Level 1 sogar. Hier wäre der Ausgang auf Level 8 gewesen. Und ja, das war der Auf- und Abzug. Und hier bin ich auch immer noch nicht hingekommen. Mal sehen, weil ich da hinkomme. Das da hat sich erledigt. Das ist unbegehbar. Ja, und alles andere haben wir erkundet. Gut. Ratten, die direkt über uns sind. Über uns, okay.
gutes Deutsch. Oh, jetzt kommen große Heiltränke schon. Das heißt, unsere Reserven werden langsam besser. Ist die Frage, will ich hier weiter oder will ich erst auf der anderen Seite weiter? Hier sind sie auch über uns, die Ratten. Hier sind Ratten, direkt vor uns. Ja, und ich sollte auch meinen Tank heilen. Denke ich mal. So, Talisa hat eine Stufe gekriegt. Oh, und unsere Heilerin ist fast tot. Das können wir beheben. So, du hast die Stufe gekriegt. Einhandspezialisierung, ob die gerade was bringt, ist fragwürdig. Guter Patient. Über die kritische Chance von harter Schlag. Harter Schlag ist das hier, was ich gegen Gruppen oft benutze. Oder ich verbessere erstmal meine Trommeln. Verbessern wir erstmal die Trommeln ein bisschen. Ich schätze, so 20 ist das Max-Level. Das heißt, ich kriege noch 4 Punkte raus. 1 für hier und 3 für hier, würde ich sagen. Oder 2 Punkte hier. Und den dann nehme ich wieder weg. Ich kann ja einmal umskillen. Ja, das werden wir sehen. Das ist jetzt ein starker Heiltrank. Du sahst gerade aus wie ein Knopf. Ja, das ist jetzt wieder die schöne Sache. Such die Knöpfe. Die Atmosphäre hier ist jetzt auch nicht gerade die angenehmste. Hier flattert auf jeden Fall wieder was rum. Darum ist ein Teleporter. Ach du meine Güte, ist das ein kompliziertes Level hier. Bitte gib mir eine Karte. Ganz ehrlich, ich will eine Karte haben. Ach, ein Lagerraum. Fermentiert herum. Ganzes Käserad. Salami und alles. Fermentierter Rum. Gibt ganz schön viel Mana, mehr als ich eigentlich überhaupt habe. Okay, das heißt, hier sehe ich jetzt keinen Weg weiter. Hier ist die Sackgasse mit dem Gitter. Da war jetzt das Lager. Und hier über mir sind Ratten.
Oh. Wo kommt hier denn her? Die sind für Hagrim nicht schlecht. Auch wenn sie nicht episch sind. Level up für dich. Ja, mehr kritische Heilchance. Das ist immer gut. Auch wenn es nur 6% sind, das ist immer noch recht vernünftig. Radlinge, die mich entdeckt haben, okay. Okay, ja. Da habe ich mit dem Heilen ziemlich stark geschlafen. So, und der letzte Level up. Da hinten kommen gleich wieder Ratten, aber die stören gerade nicht. Ja. Machen wir mal das voll. Dann sind wir auf 17. Oh ja, entzünden müssten wir auch noch voll skillen. Das sind dann 2 Punkte, wären wir 18. Feuerregen verbessern oder alle Eiszauber verbessern. Das sind Schützen. Okay. Oh, ich glaube, da unten sind wir schon mal lang gegangen. Also das ist jetzt direkt über dem Gang, wo wir waren. Na komm, die schalten wir aus. Die schalten wir mal schnell aus noch. Nein, ich lock dich mal hier ein bisschen runter.
Okay. Da ist sogar was gedorft. Na, nehmen wir es mal mit. Das überlege ich mir dann beim nächsten Mal. Ich speichere hier nämlich jetzt dann mal. In einem neuen Slot. Das wäre LP024. Und da sehen wir uns gleich wieder.